Blub, blub, Leute. Ja, wir sind schon wieder hier. Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ja, ist halt blöd, ne? Alle Seelen wieder verloren. Also, ihr wart dabei. Beim letzten Part hoffentlich. Und jetzt sind wir schon wieder in dieser Hölle hier. In dieser absolut miesen Hölle. Ach so, ich habe die Rüstung noch gar nicht angeguckt. Das können wir nochmal machen. Alva-Sachen. Die sah nämlich gut aus. Das war die von Unri? Alva-Helm, oder? Ich weiß es nicht. Stahlhelm von Alva, dem Sucher der Ausgestoßenen. Um Gewicht zu sparen, wurde der Helm auf das Notwendigste reduziert. Bis heute werden die Abenteuer und Reisen des Wanderritters Alva besungen. Genau wie seine Begegnung mit, mit Heiligen und Hexen. Selbstverständlich enden die meisten der Lieder mit einer Tragödie. Of course. Wie ist der Ring? Wie ist der Ding so? Mies, aber leichter. Und seine Rüstung. Das sieht fast wie die Elite-Ritter-Rüstung aus. Ne, wohl. Nee, eigentlich nicht, aber. Das ist einfach nur eine Kackrüstung. Es kann nicht sein, dass ich einfach schon so die beste Rüstung gefunden habe und dass die von irgendeinem so vergessenen. Voll hier, nee. Unglaublich. Tot. Oh ja, jetzt kommst du, ne? Ja, das haben wir gern. Wie viel die einfach mal brauchen, ey. Wenn ich nicht die Upper Hand habe, dann ist hier echt ganz schnell Ende Gelände mit mir. Komm jetzt her. Na komm. Du bist ein doofes Vieh, ich weiß das. Und leider kannst du durch Wände feuern, deswegen muss ich aufpassen. Und du bist aber trotzdem sehr schnell tot, wenn ich will. Und du auch. So, jetzt sind wir wieder hier an der Stelle. Wo ich letztes Mal natürlich wieder abgenippelt bin, nachdem ich die Alva-Rüstung bekommen habe, die übrigens dort, wo mein Kopf gerade ist, in der Ecke liegt. Nur für die Leute, die es nicht wissen. Da hinten sind Paratis, okay. Ist cool. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr dürft mich nicht sehen. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, dann könnt ihr mir auch nichts tun. Ist wie beim Boogeyman. Und da wollten sie schon wieder mir Lebensenergie stehen, maximale, ne? Das ist, ich hasse diesen Spell, der ist so bescheuert. Es ist echt eine der dümmsten Sachen hier in diesem Spiel. Traurigerweise. Traurig, dass sowas ins Spiel geschafft hat und nicht vom Q&A einfach rausgenommen wurde. Wie es richtig geworden wäre, gewesen wäre. Oh ja, jetzt kommen sie alle. Blödes Vieh. Sowas sollte vom Q&A einfach rausgenommen werden. Also. Quality and bla. Qualitätssicherung von Games oder überhaupt von Dingen. Q&A. Quality and Analysis oder sowas. Keine Ahnung. Die echt schon wieder ein paar geschafft haben. Die jetzt auch gerade schon wieder die dolle Crew. Mir meine Lebensenergie, meine maximale, zu stehlen. Oh Mann. Aber ich denke mal, hier ist man als Magier ein bisschen besser dran, wenn man sie alle rausziehen kann. Obwohl, jeder Krieger kann auch einen Bogen verwenden. Also warum nicht? Warum sollte er es nicht tun? Oh, ich hoffe, das hier muss ich nicht öfter machen. Ne? Das ist so langwierig und langweilig. Weil ich mache nichts Neues, ich mache immer dasselbe. Jetzt schon wieder der Sch... Aua. Ja, durch die Wand, dankeschön. Durch die Wand, genau. Mhm. Durch die Wand, weißt du, sowas kann ich ja leiden. Ne? Sowas kann ich ja ab ohne Ende. Durch die Wand mit Ultra-Stagger. War es das jetzt mit euch? Es sieht wirklich danach aus, Freunde. Wenn jetzt ein Boss kommt, der so drauf ist, ne, dann drehe ich durch. Dann wird das Projekt auch abgebrochen, habe ich das Gefühl. Ach ja, guck mal, der hat mich natürlich auch gehört oder gesehen oder was auch immer. Dieses Vieh. Das ist eigentlich auch Cheaten hier, das, weil ich es eigentlich nicht sehen dürfte.
Aber ich weiß, dass sie da ist. Reicht das nicht? Ist mir egal. Friss es. Tank es. Tank es. Sehr gut. Tank den Mist. Kann ja wohl nicht angehen, ey. Jetzt springt mir irgendwas an. Ich bin tot, ne? That would be so much fun. Not. Und verschlossen. Da liegt ein NPC drin. Das ist Yuri. Yuria? Yuria? Die Hexe? Wirkt auf jeden Fall so. Aber das ist ein NPC. Ich will den NPC befreien. Aristokratenmaske. Ja, ihr seid voll die Geilen, ey. Hier könnte es noch weitergehen. Och ja, mhm. Mhm, klar, warum nicht? Ist cool. So viele mögliche Stellen, an denen ich sterbe. Das sieht auch nach einer Falle aus, aber ich sehe nichts an den Wänden oder so. Gelbliche Asche. Na, immerhin etwas weitergekommen. Oh Leute, habe ich mich gerade erschreckt. Ich hasse die Viecher, die da noch schreien müssen. Das Kronenring. Boah, Alter. Ihr macht mich alle fertig. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, aber verringert auch TP. Toll. Wahrscheinlich 50% wieder. Und der Verbrauch, der verringert wird, ist 10% oder sowas, bei den meisten Zaubern überhaupt nichts Gewicht fällt. Dieser blattfarbene Kronenring wurde der Prinzessin von Orlasil verliehen, dem alten Land der goldenen Zauber. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, aber verringert auch TP. Orlasil ist gleichbedeutend mit seinen verlorenen Zaubern, welche die gelblichen Zauberer eifrig studieren. Dieser Kronenring ist ein seltenes Artefakt dieses großen magischen Erbes. Ja, warum auch immer diese Leiche das hatte, denn das war nicht Dusk. Wir haben Dusk gerettet. Obwohl, wer weiß, was hier mit ihr passiert ist. Und hier würden wir jetzt endlich hier rauskommen. Wenn hier jetzt kein Leuchtfeuer ist, schreie ich. Ich hoffe, ich habe diesen Schrei gerade rausgeschnitten. Oh well, machen wir den ganzen Spaß gleich nochmal, wenn ich an dem Mistvieh hier sterbe, hä? Voll gut. Beste Aktion, Freunde. Beste Aktion. Ich nehme mir noch einen zur Sicherheit. Ich wusste, dass das aufgeht. Ja, er rennt direkt auf mich zu, natürlich. Ich nehme den schnellen Zauber, weil bei dem anderen gehe ich drauf. Oh nein. Aua. Ja, natürlich. Ich war noch am Rollen, Freund. Ne? Ich war noch am Rollen. Wie wär's damit? Schon mal gehört, dass ich am Rollen war? Arschloch. Jetzt stirbst du. Ich habe jetzt ein besseres Schwert als bei deinen Kumpanen, Freund. So. Ich habe die Upper Hand. Lerne es. Er hatte rote Augen, aber ich habe leider nichts bekommen dafür. Ich hatte darauf gehofft, dass ich was bekomme. Das war nicht nett. Ja, und nu? Das war alles? Ich meine, es könnte ja sein, dass ich hier irgendwie durch eine Wand, durch eine Illusionswand komme und da reingehen kann. Nö, kann ich nicht. Großartig. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche mehr Ausdauer beim Rollen. Oder vielleicht, weil ich schwere Sachen wieder anhab. Hier ist gar nichts. Wollt ihr mich verarschen? Hier war nur der Drecksack und sonst gar nichts. Wow. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Ich fühle mich so belohnt. Ich will zu der Trulla. Jetzt. Sofort. Ich glaube, ich muss die Mimik töten. Die Mimik wird echt gefährlich. Wird richtig gefährlich, Leute. Ich werde es mit Magie versuchen. Das ist definitiv eine. Das ist das Reich der Mimics hier, das. Oh. Oh, wie ich schon wieder nicht anvisieren darf, ne? Es ist ein Beschiss mit diesem Spiel. Oh, hätte ich ein paar Seelensperre, wäre das... Ja, genau! Ninja Mimic par excellence, oder was? Oh, das war mein Glück. Alter! Scheiß Mimics. Die sind so bescheuert. Aua. Ja, das war knapp. Das hätte mich fast das Leben gekostet. Das war cool, weil ich sie aus der Balance gebracht habe. Gut, dass das wenigstens mal geht. Ja, ich wusste, dass du mich nicht triffst.
Ab da wusste ich's. Wie man sie nicht aus der Balance bringen kann, ne? Zu 99%. Und der Angriff hätte tödlich sein können. So, danke schön. Gib mir dein Item. Und bitte komm nie wieder. Puh, die aus dem zweiten Teil waren nicht ganz so mächtig. Muss man ja echt sagen, ne? Zwei Titanitschuppen sind aber sehr gut, denn wir haben ja eventuell ein Schwert, das wir damit aufrüsten können. Das kostet aber auch ein bisschen was. 3000. Das heißt, mit 3000 muss ich mindestens zurückkommen. Gib mir jetzt ein Leuchtfeuer. Spiel, Leuchtfeuer, jetzt. Das ist nicht die Möglichkeit. Ich will nicht nochmal durch den ganzen Scheiß durch, ne? Oh, aber das sieht geil aus. Das sieht voll cool aus. I like it. Ich will aber nicht nochmal durch den ganzen Quatsch. Kampf des müden Kriegers. Es gibt wieder sehr viele Seelchen. Ich weiß nicht, ist hier noch was? Weil das sieht nicht so aus. Wir können die Praise the Sun machen, aber ich hab's leider noch nicht. Warum auch immer ich es noch nicht hab? Verstehe ich nicht. Was bist du? Du bist sicher ein Arsch, der mich jetzt hier runterschubsen will, ne? Oder sowas. Gottlose Hauptstadt, okay. Ich wette, du bist so ein Arsch, der mich gleich... Ja, natürlich, du bist ein Flugarsch. Oh Gott, du bist ein Gargoyle. Und zwar eine andere Art von Gargoyle. Deshalb habe ich hier ein Kampfesareal. Ja, ist mir egal, ich hau dich weg mit meinen Zaubern, ist mir wurscht. Wenn sie schnell sein müssen, müssen sie schnell sein. Ich kämpfe nicht gegen dich und schon gar nicht hier. Und schon gar nicht ohne Leuchtfeuer, Freunde. Das können wir gerade mal vergessen. Und der war sicher nicht einmalig. Sicher nicht. Und der war sicher, also sowohl gerade jetzt, als auch generell nicht einmalig. Gottlose Hauptstadt. Schandstadt wieder? Da unten, guck mal. Hä? Ist das das Lordwessel? Sind wir unter dem Feuerwandschrein gelandet? Glaube ich nicht. Könnte Sinn machen. Okay, ich könnte den schnellen Weg runternehmen oder den langsamen Weg. Welcher Weg wäre es denn besser? Der Weg, bei dem ich an die Items dahin komme. Geht nur nicht. Ich komme da nicht hin. So oder so. Ich muss aber dahin kommen. Ich kann nicht darüber springen, das könnte ich vergessen. Weil da sind wahrscheinlich wieder Schriftrollen oder sowas, könnte ich mir vorstellen. So wie die Umgebung aussieht. Ich hätte auch da einfach runterspringen können, aber ich habe lieber die Leiter genommen. Wo die Leiter wahrscheinlich eher ist, um wieder hochzukommen. Oh, wie ich sehe, dass ich gleich einfach so niedergeswoopt und werde und tot bin. Oh cool, hier sind Leiter. Von irgendwas einfach so, oder der Boden bricht ein, ich bin tot. Was ich mir ja gewünscht habe, dass ein bisschen mehr solche Fallen reinkommen. Wäre ja auch irgendwie cool, wäre aber auch irgendwie Arsch. Da kann ich sogar rausrollen, großartig. Nehmen wir erstmal... Du siehst anders aus. Stehst du gleich auf und tötest mich? Ausstrecken, okay. Und toten Knochensplitter. Ich ausstrecke jetzt... Ah, ja, bitte, 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 dankeschön. Oh. So, was wir jetzt machen... Ich bleib nicht hier. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das Feuer war ganz schön weit entfernt und mit ganz schön viel Arsch dazwischen. Wow. Ich weiß, ich fluch wieder so viel. Es tut mir leid. Jetzt machen wir erstmal was Wichtiges. Wir gehen hier hoch. Wir gehen zu unserem Freund. Ja, Luleth, der Verbannte. Aha, so. Und werden ihm jetzt... Ah, ach ja, wir haben ja jetzt noch Aldrich besiegt. Lebensjagdsense. Stiehlt Gegnern mit einer illusorischen Sense TP. Cool. Was gab's noch von Aldrich? Da. Finstermond Langbogen. Ja, ist also absoluter Bullshit. Der goldene Langbogen des Finstermonds Wendelin, der allmählich von Aldrich verschlungen wurde. Hä? Wir haben doch getötet. Na ja, gut, ich nicht, aber andere. Die durch die Verwendung von Mondlichtfallen. Von mächtiger Magie erfüllt, die durch die Verwendung von Mondlichtfallen entfesselt wird. Ah. Fertigkeit Finstermondfall. Erfüllt den angelegten Fall mit der Essenz des Finstermonds, wodurch er magischen Schaden verursacht und Schilde durchschlagen kann. Oh ja, nett. Ja, aber ist absolut unsinnig für uns. Absolut. Den werde ich niemals tragen. Ever. Ever. Von daher werde ich mir das kaufen. Die Lebensjagdsense. Und es scheint. Ja, ist ein Wunder. Leider, leider. Na gut. Egal, ich nehme es trotzdem. Und wir nehmen uns das Großschwert des Urteils. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das noch aufrüsten können. Ich hätte auch die anderen Dinger kaufen können. Ich meine, wir haben noch ein bisschen was wir kaufen müssen an Pyro. Aber ist egal. Die Stadt.
Also verstärken. Großschwelle des Urteils. Okay. Ich kann es doch gar nicht richtig tragen. Oh. Stimmt, ich brauche ja noch 2 Level. 1 in Stärke, 1 in Geschick. Aber die werde ich mir nehmen und dann werden wir es mal aufrüsten. Was brauche ich denn? Titanitschuppen. Nein. Hä? Ah doch, Titanitschuppen. Also die verbessert die Bosswaffensachen halt. Okay. Ich hab's mal. Mal gucken, wann wir es nutzen. Aber momentan noch nicht. Aber ich kann das vorige Claymore endlich aufrüsten. Und Leute, just yes. Just so much yes to that. Einmal können wir es noch aufrüsten mit 4 Titanitbrocken und dann brauche ich eine Scholle. Wahrscheinlich wieder. Und dann macht es 200 Schaden. Nice. Sogar noch. Ja, doch, wahrscheinlich. 200, genau. 400 Schaden. I go for that. I'd go for that. Haben wir noch was, was wir kaufen können? Wir haben 5000 Seelen dabei. Muss noch irgendwas noch mit rausspringen, oder? Hm. Ja, wir können das andere Schwert halt aufrüsten, aber nee. Komm, dann sparen wir. Gucken wir mal, ob wir da was noch irgendwie hinbekommen. Ich könnte auch irgendwas nehmen, was mir 3000 Seelen gibt und mir dann einen Pyrozauber noch kaufen. Dann wäre ich nicht ganz verschwendet. Es gibt mir 10.000, glaube ich sogar. Ja, die normale Seele schon, glaube ich. Das waren nur 1000. Wie viel geben die? Ja, dann. Was wollte ich mir kaufen? Achso, den Pyro. Den vorletzten Pyrozauber, den er noch hat. Müssen wir über 12.000 Seelen haben, ne? Dann haben wir ihn auch leer gekauft. Danke. Ist cool. Cardus Leuchtfeuer. Do not think of unter folgenden Angriffen. Okay. Warum seine Questline dann auch fertig ist. Achso, wir haben die Asche noch nicht platziert, ne? Das müsste hier sein, der sieht nämlich so aus. Ne, Jorm der Riese. Ups, stimmt. Du warst die Wächter. Du bist garantiert nicht Aldrich. Nein, du bist der heilige König Lothric. Letzte Hoffnung seiner Linie. Ja, hat ja viel gebracht, der Typ. Du warst Ludlath, dann bist du es. Der heilige Aldrich ist Upgrunds. Upgrunds. Ja, so heilig ist er nicht. Tada! Hässlich wie die Nacht. Du warst als Frau hübscher, du hässliches Miststück. Vielleicht war das ja echt Wendelin, die halb verschlungen war schon. Oder erst. Die man da gesehen hat. Das war gar nicht Aldrich. Aldrich war die Masse da drunter. Warum auch immer das Vieh dann mitgespielt hat. Warte mal, haben wir noch? Ja. Awesome. Aber wir haben nur einen. Aber was wir noch haben, das habe ich ganz vergessen. Freunde. Ah, kann ich schon immer vergessen. Bitteschön. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, das will ich auch hoffen, Mädchen, sonst, ne? So alle Vettel. Das Ende gekommen. Okay. Ja, ich bin nicht absichtlich so unfreundlich zu ihr. Eigentlich schon. Ah, ich weiß noch, was wir vergessen haben, das werden wir jetzt schon noch nachholen. Das ist mir gerade wieder eingefallen, als ich den Schlüssel sehe. Wir haben ein Schloss vergessen zu öffnen. Smaugs Rüstung, yay. Eine Rüstung, die ich niemals kaufen werde. Xanthus Übermantel. Ah, Xanthus Sachen. Ja, der Helm ist aber nicht dabei. Okay, interessant. Ein gelblicher Übermantel, der mit einem Band aus Messingmedaillons verziert ist. Xanthus Kleidung wird von Erforschern verlorener Zaubereien getragen, wobei die Anzahl der Medaillons ihren Erfolg dabei widerspiegelt. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere verloren gegangen ist. Ashen One. Also nur Quatsch wieder. Super. Nee, hast du noch einen Ring? Ich habe gar nicht geguckt, ob du einen Ring hast. Die müssen wir auch noch kaufen. Nö, immer noch denselben Bullshit. Ashen One. Verstärkt Schadensminderung bei vollen TP. Das langt genau einen einzigen Schlag über. Und danach ist vorbei. Das ist so unsinnig. Warum? Der erste Initialschlag ist meistens nicht der, der dich tötet. Können wir mit ihr reden? Welcome, Hosby. Ja, 122.000. Ashen One. Ja, ist immer noch derselbe Quatsch. Ja, ich warte auf den Typen, der da sitzt, da wo mein Helm jetzt ist. Nein, warte, ich will gar nicht hier lang, ich will hier raus. Wir haben nämlich hier etwas vergessen. Den Schlüssel nämlich einzusetzen. Das ist mir aufgefallen, als ich bei John geguckt habe, die ersten Parts. Lalalalalala, darf ich? Bitte? Hallo? Hallo? I would like to go here.
Dankeschön. Hat doch lang genug gedauert, das Nachladen. So ein Scheiß. Okay, wir müssen hier hinten rum. Da wollte ich schon so lange hin, hab's voll verpeilt. Einfach nur, weil ich mich so aufgeregt habe über das Spiel. Hey Freunde, na? Oh, das ist so angenehm, wenn man die einfach one-hittet. Und eine schwindende Seele, ja, die nehme ich gern. Die haben mir ja auch schon mal was gebracht. Ich meine, wenn ich 999 davon habe, dann bringen die sogar ein paar Seelen. Nee, hier war ich doch schon drin? Ach ja, hier kommen wir ja von oben rein. Ich dachte, das wäre mit dem Schlüssel zu öffnen. Ja gut, dann habe ich mich geirrt. Wow, wie ihr alle gleich aussehen. Guck mal. Du siehst gleich aus. Du. Ihr zwei seht gleich aus. Unglaublich. Nee, dann war das ja das da. Okay, ich weiß gar nicht, was für einen Ring wir da gefunden haben. Ich glaube, es war ein Ring, den wir gefunden hatten. Nee, okay, dann habe ich mich geirrt. Sorry. Ich dachte, das bekommen wir nur mit dem Schlüssel auf. Ja, mit dem 20.000 da oben. Das ist wahr. Ach, wir können mal zur Krähe gehen. Wir haben eh nicht mehr lang. Gehen wir einfach mal zur Krähe. Nicht hier lang. Nicht hier lang. Den Köter möchte ich jetzt auch nicht am Hintern kleben haben. Dankeschön. Hier hoch. Ach, wahrscheinlich damit sie... Ah, ich weiß, warum sie das gemacht haben, dass man das Außengebiet hier nachladen muss, damit man nicht so lange Ladezeiten hat, um wieder hierhin zurückzukommen. Deshalb haben sie das gemacht. Gar nicht mal so doof eigentlich. Einfach einen Teil des Gebietes ausschließen und dann nachladen, wenn es nötig ist, wenn wirklich jemand dahin will. Aber es ist halt schon missverständlich, ne? Wir könnten auch unten hingehen, aber... Ne. Mir gefiel die eine aus Dark Souls 1. Die gefiel mir am allerbesten. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir das hier ablegen können. Und dass es was bringt. Ich weiß nicht, was sonst noch was bringt. Wie wäre es, wenn ich das mal ablege? Einfach mal eins davon. Ich sollte es ja mal zeigen. Ihr wolltet das ja. Ja, leg ab. Vielleicht gibt es ja was zurück. Davon können wir wieder einen ablegen. Die hätte ich am liebsten gar nicht mal dabei. Wie wäre es, wenn wir davon einen ablegen? Einen Köderschädel ablegen. Wir könnten noch einen Zweig ablegen. Den guten habe ich ja verballert, leider. Da-dum. Hiervon willst du was haben? Ich brauche den Quatsch nicht. Mal gucken, was alles zurückkommt und was nicht. Pumperum. Irgendwas hat funktioniert. Der nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, haben wir alle wiederbekommen. Die auch. Dann hat nur das erste funktioniert. Wow, wie lame. Moosfrucht. Ja, die ganzen Kügelchen bringen nichts. Oh, die Sonnenrüstung haben wir bekommen. Uhuhu, das ist ja mal cool. Aber ich will eigentlich nicht wie er rumlaufen, ne? Da. Die ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so übel, hat eine bessere Balance. Eine Kettenrüstung und ein weißer Mantel, den ein großes heiliges Symbol der Sonne ziert. Diese Rüstung gehört zur Standardausrüstung der Ritter des Sonnenlichts. Das Symbol wurde vom Ritter selbst gemalt, doch die Rüstung besitzt leider keinerlei besondere Kräfte. Leider. Und wie viel besser ist die? Blutung und Gift, Blutung und Kälte. Balance ist schlechter und zwar um einiges. Die hat eine richtig gute Balance. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Das sieht ja richtig beschissen aus. Nope. Never ever. Die sieht ein bisschen aus wie die Fahrerarmrüstung. Wegen dem Pelzkragen. Oh, die sieht wirklich gut aus, ne? Die Drangrüstung. Nee. Sieht viel zu gut für uns aus. Wir sind der klapprige, komische Magierfutzel. Ja, ich weiß nicht, was man sonst noch hinlegen kann. Ihr könnt mir mal einen Tipp geben, was ich ablegen soll. Bitte nicht verraten, was bei rauskommt. Dann mache ich das vielleicht noch einmal, wenn euch das gefällt. Ja, und dann sonst müssen wir jetzt den Part hier beenden, ne? Schon wieder ist es soweit. Mensch, Mensch. Beim nächsten Mal werden wir dort in dem Gebiet, wo wir gerade waren, uns nochmal ein bisschen umschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 3. Bis dann, Leute. Tschüss.